Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Meinen Hund, den Leo, habe ich euch ja bereits vorgestellt. Was ich euch aber noch nicht verraten habe, ist, dass Leo Fahrradfahren und Autofahren hasst. Er sieht zwar aus wie ein Husky, aber er ist keiner. Er ist ein wilder Mischling, bei dem vielleicht mal irgendwo in der Vorgeschichte ein bisschen Husky mitgemischt hat. Aber das meiste an ihm ist Akita und die sind bekanntermaßen ziemlich langsam und ziemlich störrig. Und wenn der PKW geholt wird und Leo einsteigen soll, geht das nur mit Gewalt. Und wenn er schneller ist als wir, verkriecht er sich in der Hütte und wir bekommen ihn nicht mehr heraus. Aber im Wohnmobil soll er ja schließlich zukünftig hin und wieder einmal mitreisen. Und deshalb mussten wir ihn irgendwie überzeugen. Erste Variante war, ihn zu rufen. Ihr habt eben gesehen, wie heftig er vom Auto umhergetanzt ist. Aber er war keinesfalls zu bewegen, auch nur einen Schritt auf die erste Stufe zu machen. Ganz anders unsere uralte 19-jährige Katze Schmieds. Die ist zwar taub und etwas von Rheuma geplagt, aber wenn sie irgendwo ein Bettchen entdeckt, dann ist sie kaum zu halten und kann auf einmal springen und über die schmalsten Möbel balancieren, nur um in die Nähe meines Bettes zu kommen. Das mag ich ja gar nicht, aber diesmal habe ich es genutzt. Denn Leo ist auf Schmieds total eifersüchtig. Aber auch das hat nichts genützt. Er saß vorm Auto und dachte sich seinen Teil, aber reingestiegen ist er nicht. Leo, na komm, na komm, komm rein, na komm, hopp. Ja. Wenngleich ihn die Katze nicht überzeugen konnte, Katzenfutter und Leberwurst schafften es dann doch. Leo sprang ins Auto, war allerdings äußerst nervös. Leo? Beim zweiten Versuch ging das Ganze schon ein bisschen besser und flotter. Aber seine Nervosität war ihm nach wie vor anzumerken. Er beroch alles und behielt immer wieder die Tür im Blick, um so schnell es ging, das Auto wieder zu verlassen. Ohne rauszuspringen, mach Sitz. Hier Sitz. Super, gut gemacht, mein Dicker. Ja, feiner Leo, prima. Guck mal. Nicht die ganze Tube fressen. Ich weiß, sie ist so kleine Schoßhündchen gemacht. Schmeckt das gut? Ja, nein, die klauen wir aber nicht. So, jetzt bleibst du mal hier. Mach Sitz, Leo. Leo, mach Sitz. So ist fein. Prima. Gut gemacht. Leo, Platz. Platz. Leo, leg dich mal hin. Fein gemacht. Hier. Komm her, Leo. Komm her, hier. Schmeckt das gut, gell? Irgendwann beim Kaffee trinken entspannte sich der Hund. Wir schlossen vorsichtig die Tür und fuhren ganz sanft los. Leo noch mit seinem Leberwurstgeschmack im Maul. Kaum hatte er sein Geschirr an, ahnte er, was ihm blüht. Das Auto fuhr bereits, er konnte nicht mehr weg und seine alte Angst war wieder vorhanden. Das wechselhafte Wetter der letzten Tage haben wir genutzt und immer wieder winzig kleine Ausflüge gemacht und am Ankunftsort uns einfach in die Tür gesetzt. Die Tür verstopft, damit er nicht panisch fliehen kann, sondern das Auto einfach noch ein Weilchen aushalten muss, bevor es dann raus in die Natur geht, zum Spazieren gehen, zum Toben, zum Schnüffeln und zu all den Dingen, die Leo wirklich so richtig Spaß machen. Sehr schön, mein Guter. Wenn Leo jetzt von bei mir sitzen darf, ohne Geschirr und ungesichert, fahre ich wenige Schritte ganz langsam mit dem Auto und er bleibt schon entspannt. Bis ich ihn aber so weit habe, dass er freiwillig ins Auto geht und sich sichern lässt, in einer Box unter den Betten, das wird noch ein langes Stückchen Arbeit sein. Aber wir haben ja Zeit und Geduld und wenn ihr den Anfang des Videos mit dem Ende vergleicht, seht ihr, Leo ist schon ein ganzes Stückchen entspannter
und ist mittlerweile nicht nur mit Wurst, sondern auch mit Worten zu überzeugen. Wenn er dann zu Hause ist, scheint er ziemlich erschöpft und möchte am liebsten gar nichts mehr von uns hören und sehen, aber das wird sich sicherlich bald bessern. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben und ein Abo da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch so klappt mit euren Haustieren. Lasst ihr sie zu Hause? Habt ihr Haustiersitter? Oder reisen sie mit euch? Und wenn ja, habt ihr auch am Anfang solche Probleme gehabt wie ich? Bis demnächst, eure Diana von Happy Wohnmobil.